Hallo, ich bin Markus von der Firma Schuhkeller aus Ludwigshafen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich. Unten habt ihr die Glocke. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich über Anregungen, über Kritik oder welches Modell ihr vielleicht auch mal in Zukunft auf diesem Kanal von mir vorgestellt bekommen haben wollt. Ja, heute geht es um einen Klassiker. Es geht nämlich hier um den Loba Tibet. Eine der vielfältigsten Schuhe aus dem Hause Loba. Es gibt ihn für Damen, es gibt ihn für Herren und es gibt ihn auch in einer Lederfutter-Variation. Heute stellvertretend mal für die ganzen Tibet-Modelle ein Loba Tibet GTX in der Herrenausführung. Und die Besonderheiten dieser Serie möchte ich euch anhand dieses Modells einfach mal zeigen. Ich fange unten an mit einer Vibram Masai-Sohle. Natürlich auch hier neu besohlbar. Ich sage das einfach ganz gern mit dazu, denn Hersteller, die ihre Schuhe eben auch in Europa produzieren, die können sowas gewährleisten, dass man einfach die Sohle wieder neu besohlen lassen kann. Und ich finde, das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, denn wenn man einen Schuh gut eingelaufen hat und kann ihn dann einfach wieder neu besohlen, dann hat man wieder einen tollen Schuh, mit dem man gar nicht groß einlaufen muss und weiß, was das Ding entsprechend kann. Auch hier mit einer entsprechenden Sprengung und noch der Möglichkeit des Abrollens. Also der Tibet ist kein Schuh, der besonders, der absolut steif ist. Er ist schon gedacht für Bergwandern, längere Trekking, Tagestouren, Alpenüberquerungen, Klettersteige. Da ist der Schuh wirklich absolut hervorragend. Er bietet eine sehr gute Seitenstabilität. Ich würde vielleicht sogar auch mal ein Steigeisen mit Leichtsteigeisen-Premium-Bindung dran machen, um irgendwo einen Gletscher zu queren, aus Sicherheitsgründen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt sein Element. Er ist eben mehr gedacht für alles, was unwegsam ist. Wie gesagt, Klettersteige, Geröllfelder, auch mal Geröllabfahrten. Und da ist das Ding einfach wirklich gut, weil er, wie gesagt, auch einen guten, entsprechenden Seitenhalt bietet. Und ich habe euch schon gezeigt, die Sohle bietet etwas ab, sodass man auch Komfort beim Laufen noch hat. Das macht aber auch der Schaft. Ja? Also wenn ihr das seht, dann seht ihr, dass der Schaft auch beim Laufen nachgibt. Also der Schuh sitzt jetzt nicht wie ein Gips am Fuß, sondern er hat auch schon entsprechend, er ist so konstruiert, dass er entsprechend nachgiebig ist, dass man eben ein komfortables Laufen noch hat. Hochgezogener Geröllschutz rum außenrand, also dass der Schuh wirklich stabil ist. Dann ja, was macht ihn eben auch noch stabil, was macht ihn eben auch noch so robust? Nubukleder, Leder der ersten Schicht der Haut, komplett auch hier aus einem Stück, ohne große Nähte. Eine Naht kann immer, da verletzt immer das Leder, es kann Feuchtigkeit durchdringen, der Schuh kann da kaputt gehen und vor allen Dingen kann es den Fuß nicht so anpassen. Hier eben alles komplett aus einem Stück. Dann hier wieder die kugelgelagerten Ösen, um ein möglichst leichtes, schnelles Schnüren zu generieren und auch den Druck entsprechend zu verteilen. Interessant ist die Technik des Tiefzugshaken. Hier ist er quasi geschlossen. Ich kann quasi den Schuh vorne fest oder locker schnüren, je nachdem, wie ich das für mich haben möchte. Und zum Lösen einfach hier runter und dann lässt sich das Ganze wieder entsprechend anpassen. Zum Schnüren einfach ganz normal schnüren, dann klappt das ganze Ding zu und der Tiefzughaken ist quasi, der Klemmhaken ist quasi dann fixiert. Hier ein entsprechender Tiefzughaken, der eben auch so konstruiert ist, damit ich einen optimalen Fersensitz in dem Schuh erreichen kann. Ja, Gore-Tex, diese Technologie haben wir euch schon vorgestellt, wasserdicht, atmungsaktiv. Und das sollte eigentlich meiner Meinung nach in einem Schuh der Kategorie schon mit drin sein. Es gibt auch Leute, die gerne Lederfutterschuhe mögen. Und wie gesagt, da gibt es eben den Tibet auch mit Lederfutter. Meistverkauft ist er sicherlich mit der Gore-Tex-Membrane. Was er noch hat, auch ein Detail, was vielleicht die wenigsten wissen, ist eine Zungentechnologie, die Loba hier verbaut hat, die die Zunge innen drin im Bereich des kleinen Zehs, im Bereich der Außenseite etwas stärker abpolstert wie im inneren Bereich, um eigentlich eine optimale Passform für den Schuh zu erreichen und auch eine optimale Druckverteilung zu erreichen. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Loba Tibet, dann schreibt ihr unten gerne rein. Wir versuchen die zeitnah zu beantworten und ansonsten freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert.